Willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, letztens haben wir bei diesem Bücherladen Erstausgabe aufgehört. Ja, da haben wir den ganzen Schreibkram und sonstige Bücher gedöhnt, sodass wir nicht mehr brauchen werden. Verkauft für teuer Geld. Und davon kaufen wir uns heute erstmal, ein paar Segelsteine. Denn unser Zauberschwert, unser Feuerschwert ist schon ziemlich... Wie kann ich euch behilflich sein? So ziemlich gar nicht. Ist schon ziemlich am Arsch. Tja, dafür gibt's hier so einen Laden. Das mystische Warenhaus, so wird es übersetzt. Und ja, reden wir mal mit dem Besitzer. Willkommen im mystischen Warenhaus. Kalindil hat alles, was ihr begehrt. Und alles unter einem Dach. Sucht euch etwas aus und kauft es. So einfach ist das. Ja, so einfach ist das. Wir geben einfach mal unser Gold aus. Was darf ich euch... Aber nicht ohne vorher ein bisschen zu feilschen. So. Ja, sollte erstmal reichen. Okay, wunderbar. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen von ihm erstmal diese Seelensteine hier. Der hat... Okay, der hat doch ein bisschen mehr gedacht. Ja, gut. Von denen, die schon mal eine Stufe haben, dann nehme ich gleich mal 10 mit. Sicher. Ihr seid ein harter Falscher. Ich weiß eure Kundschaft immer. Gut, und ja. So, nun sollten wir unser Schwert allmählich wieder aufladen können, oder? Auch ihr. Ja. Das... sollte gehen, oder? Mal schauen. Feuerschwert, ja, 400 von 400, das passt alles wunderbar. So, das war's noch nicht ganz, denn ich würde noch gerne zu einem Schmied gehen. Ich nehme mal an, das ist ein Schmied. So. Was wollt ihr? Rüstung. So, erstmal reparieren. Wenn der Preis stimmt, kann ich alles so... Yep. Ach komm, gleich alles reparieren, fertig. Mach hier nicht rum. Was darf ich euch anbieten? Von dem Plunder eigentlich gar nichts. Eher von dem Hammer. Da hätte ich gerne 10 Stück. Danke sehr. Es war mir eine Freude mit euch handeln. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Ja, gern geschehen. Ich würde aber Seht trotzdem... euch vor. Ah. Ich bin Varnado. Ich kümmere mich um die schweren Rüstungen bei Die beste Verteidigung. Ich bin außerdem Ausbilder... Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Okay, seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Cool, hier könnten wir unsere Eisenausrüstung gegen eine Stahlausrüstung tauschen. Geil. Auch für ihn, mit ihm verhandeln wir erstmal ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Okay, Stahlhelm erstmal. Danke sehr. Stahlhandschuhe sowieso, warum nicht? Die Beinschiene hätte ich auch gerne. Genauso wie den Brustharnisch. Und die Stiefel. Ihr versteht zu handeln. So, dann würde ich noch gerne meinen alten Plunder loswerden. Das Zeug, genau. Ein Exzess. Das sowieso. Das klingt. Die Ledersachen brauchen wir auch nicht mehr. Das ist alles Plunder. So, und dann noch den Eisenbrustharnisch, genau. Ihr seid ein harter. Und die eiserne Beinschienen. So, jetzt haben wir noch Stahlsachen. Das passt einigermaßen. Das schaut gar nicht mehr so schlecht aus. Und ich würde sagen, damit hätten wir es erstmal, oder? Hat er noch irgendwo gute Waffen? Nein, hat er natürlich nicht. Gut. Und noch ein zufriedener Kunde. Ja, durchaus. So, okay, wir können... Gott, schauen wir ohne Helm scheiße aus. Okay, wir können hier wahrscheinlich einen Helm aufziehen, um die Schande zu verbergen hier. Okay, schaut schon deutlich besser aus. Stiefel... Aha, geht nicht ohne das Gewand auszuziehen. Okay. Wo war es genau mal? Das Arena-Gewand? Da, okay. Wiedersehen. Gut, wir haben erstmal genug und können uns wieder der Arena widmen. Und ich denke mal, heute machen wir sie eigentlich fertig. So, mit verzaubertem Schwert geht's wieder ans Kämpfen. Und ich würde sagen, wir gehen zum Schlachthaus und schauen uns mal um, was da noch so zu machen ist. So, einmal hier runter. Den da möchte ich heute besiegen, egal was noch los ist. Ich so, bin Kumpel. Mit dem Sieg über diesen Bretonen habt ihr euren Aufstieg perfekt gemacht. Es ist schon lange her, dass ich das zuletzt gesagt habe. Glückwunsch, mein Held. Ja, gern geschehen. Ihr steht vor einer Kraftprobe mit dem besten Mitglied des gelben Teams. Azura weiß, dass ihr das beste Mitglied des blauen Teams seid. Gut, ich würde gern gegen ihn antreten. Der erste Held aus dem gelben Team. Euer erster Gegner ist ein Kaiserlicher in schwerer Kleidung. Er kämpft mit einem Akaviri-Langschwert. Nur, dieser Typ war früher eine Klinge. Ihr wisst schon, einer von den Jungs, die den Kaiser beschützen. Er ist ein ausgebildeter Schwertkämpfer. Haltet also euren Kopf unten. Bei den Reißzähnen und dem
Maul, das ein Ork hat, da gehört Mundgeruch zur Kampftaktik, also Kopf oben halten. So, ein Akaviri-Langschwert hat der Kumpel. Okay, interessant. Akaviri-Langschwert, es könnte ein Katana sein, das könnte aber auch was anderes sein. Hm, mal schauen. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Seht nun, wie zwei Helden in der Kampfgrube uns eine epische Schlacht bieten, die eines Liedes würdig ist. Aha. Kämpfer, beginnt! Jo, los geht's. Komm mal runter hier. Danke sehr. So, erstmal mit Feuer ein bisschen ankratzen hier und dann schön in den Rücken. So, noch ein bisschen Feuer. So. Und das war's. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Wie die Klinge hier rotiert, auch geil. So, er hatte ein Akaviri Katana. Okay, also unsere Waffe bloß ohne Feuerzauber. Und sein Schild war ein Klingelschild. Jep, den könnten wir uns eigentlich bei Gelegenheit auch mal holen. Okay. Seine Klinge tanzt hier noch so ein bisschen rum, okay? Hab ich so auch noch nicht gesehen, aber sei es drum, der Kampf war schnell vorbei und wir haben gewonnen. Unser Katana dürfte ein bisschen was an Schaden gewonnen, zugenommen haben, oder? Ja, minimal. Okay, weiter geht's. So, kurz waschen. Okay. Und der nächste Kampf. Einen Helden der Arena zu besiegen ist eine Sache, aber ein früheres Mitglied der Klingen? Ihr müsst von den Göttlichen gesegnet sein. Sowieso. Gut, weiter geht's. Ihr seid ein Held, mein Freund. Diese Menschenmenge ist nur aus einem Grund hier, um zu sehen, wie ihr das gelbe Team vernichtet. Nun gebt ihnen, was sie wollen. Jo, gerne doch. Gut jetzt, Held. Der nächste Gegner ist ein Hochelfenzauberer, ein Meister in der Schule der Zerstörung. Aber wartet, es wird noch schlimmer. Er benutzt einen verzauberten Schild, den grauen Aegis, der ihm einige magische Abwehr verleiht. Eure einzige Chance ist der direkte Angriff. Drängt nach vorn und gebt ihm keine Chance, einen Zauber anzubringen. Ich will nicht eure Asche aus der Arena fegen müssen. Wird nicht passieren. So, was haben wir noch als Waffe? Einen Dolch. Der könnte uns jetzt gerade nicht schlecht helfen. Oder wir nehmen... Na komm, wir haben die Katana drauf. Das wird schon gehen. Ah, ich denke mir nur gerade, für den Zauberer wäre eine schnelle Waffe doch die bessere Wahl, aber naja, ein Ork ist nicht so begabt im Umgang mit Dolchen und so weiter und so fort. So. Ihr Leute der Dann eben auf die alte Weise. Seid willkommen in der Arena. Eine Sekunde, und zwar würde ich gerne unseren Zauber ändern in Blitzschlag, nein, in Schock, genau. Klatscht in die Hände und erhebt eure Stimmen für zwei waghalsige Helden, die die Grundfesten der Arena erschüttern werden. Schließt die Tore. So, denn Blitzschlag oder Zauber mit Blitzen senken die Magika des Gegners. So. Ja, ich habe befürchtet, unser Katana richtet keinen Zauberschaden an. Alter, ist er stark. Komm, stirb. So, komm. Ihr werdet mich nie besiegen. Habe ich schon langs. Komm. Zeig mir, was ihr da. So. Verehrtes Volk. Der okay. Sieger steht fest. Das war knapp, aber es hat noch hingehauen. Sieger vom blauen Team, verlasst nun ja, die das Arena war nicht schlecht. Und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Ja, denke ich auch. Und weiter geht's. Ja, der Typ hat ordentlich Schaden gemacht. Der müsste ein paar stärkere Kampfzauber haben, als wir sie haben. Aber wieso wird er blau umringt, wenn ich mich da hinten heile? Aber wir haben trotzdem gegen ihn gewonnen. Okay. Lasst mich ehrlich sein, Held. Mit den Siegen, die ihr schon in der Tasche habt, wusste ich einfach, dass dieser Elf keine Chance gegen euch hat. Hier habt ihr euer Gold. Okay, weiter geht's. Ihr seid am Ende eines langen Wegs angelangt, Held. Dies ist das letzte Mal, dass ihr gegen das gelbe Team antretet, bevor ihr zum Meister erhoben werdet. Geht in die Arena und sorgt dafür, dass das Volk von Cyrodiil niemals vergisst, dass ihr das gelbe Team in die Knie gezwungen habt.
Jo, machen wir. Okay, weiter geht's. Gut, jetzt ist es soweit. Euer letzter Kampf gegen das gelbe Team. Ich schätze, Sie haben sich das Beste für zuletzt aufgehoben. Die drei Besten, um genau zu sein. Ihr tretet gegen einen Schwertkämpfer, einen Bogenschützen und einen Zauberer an. Zwei Kämpfer aus den niedrigeren Rängen und dazu den Meister des gelben Teams davon. Wenn ihr alle drei besiegt, steigt ihr zum Meister auf. Ich weiß, dass ihr das schafft. Jetzt geht dort hinaus und zeigt allen, warum ihr an der Spitze steht. Ah, ein Augenblick, da ist noch etwas. Ich habe das Schweinekotelett in die Arena geschickt, um euch zu helfen. Er wird wenigstens einen von ihnen ablenken. Viel Glück! Okay, allerdings werde ich für so einen Kampf doch mein Katana etwas aufrüsten. Und zwar würde ich gerne noch ein paar Seelensteine opfern. Das hier was genau. So, gut, das reicht schon. Und weiter geht's. So, das Schweinekotelett hilft uns. Ich meine mal, er meint das Wildschwein hier hinten. Ne? Genau, das hier ist jetzt leer. Das heißt, ja, wir werden gleich etwas zu lachen haben. Und zwar haben wir es da oben. Unos Momentos. Ja. Diese Wildsau, die allen Ernstes Schweinekotelett heißt. Finde ich einfach genial, den Namen. Schweinekotelett für so eine Wildsau. Ich präsentiere euch den Helden des blauen Teams. Kann dieser tapfere Kämpfer drei Gegner bezwingen und der nächste Meister werden? Ja, denke ich schon. Finden wir es heraus. So, los geht's. So, erstmal vor den Zauberer in Deckung gehen. So. Der Zauberer ist weg. So. Der Schwertkämpfer noch nicht ganz. So, aber gleich. Alter, der Bogenschütze geht so nah zu mir hin. Gibt's doch nicht. So. Komm. Stirb, Kumpel, stirb. Komm. So, das war's. Ja, Schweinchen, guter Job. Guter Job. Sekunde. Das Schwein greift es an? Wieso das denn? Kehrt nun zum Schlachthaus zurück und meldet euch beim Waffenmeister. Okay, Kumpel, stirb, Junge. Komm. Wenn du sterben willst, dann gerne. Komm, nochmal. So. Tut mir leid, aber wenn er uns angreift, dann sehe ich da keinen Grund, nichts Selbiges zu vergelten. Ja, sorry wegen den Lebensränken, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass mein eigener Verbündeter mich plötzlich angreift. Naja. So, kurz heilen. Und dann geht's weiter. Ja, wir sind jetzt offiziell Meister. Das heißt, wir haben nur noch einen Gegner. Ihn hier. So, Lohn abholen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt sie geschlagen, jeden Einzelnen. Wisst ihr, wie lange es dauern wird, bis das gelbe Team sich von diesem Schlag erholt haben wird? Ich habe die große Ehre, euch den Rang eines Meisters zu verleihen. Ihr habt es vollbracht. Ihr habt ihnen allen gezeigt, dass ihr einsame Spitze seid. Naja, zumindest fast. Ihr seid bislang in normalen Kämpfen in der Arena angetreten. Aber da ist immer noch der Großmeister. Kind, ihr habt mehr Mut und Geschick. Ich glaube wirklich, ihr könnt gegen den grauen Prinzen antreten. Geht zu Isabelle und redet mit ihr, wenn ihr glaubt, dass ich recht habe. Ja, können wir machen. Sorry, einen Moment kurz. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz gespeichert. Sicher wegen der Kampf-Sache mit ihm hier. Und ja, wir reden mal mit Isabelle. Ihr hier, also, genau. Wer in Shinis Namen seid ihr? Ja, und laber nicht. Der graue Prinz ist der beste Kämpfer, den die Arena je gesehen hat. Er kann nicht besiegt werden. Nicht von euch. Aber naja, es ist euer gutes Recht. Wenn ihr Agronak herausfordern wollt, nur zu. Er wohnt hier unten im Schlachthaus. Tut das, kommt wieder her und ich arrangiere euren Kampf. Ja, wie Sie wohnen definiert, habe ich am Anfang nicht gewusst. Das muss ich nachschauen. Und zwar muss man hier in solchen Betten schlafen. Genau. Eine Stunde reicht für vollkommen. So. Ah ja, wir können ja aufsteigen. Okay, Stärke sowieso. Stärke einmal, Intelligenz.
Willenskraft, ja, das wäre auch nicht schlecht. Ihr bräuchte noch einen Magiker. Und Schnelligkeit, ja, gerne. So, sagt schon was. So, fertig. Schon wieder ihr? Ich habe euch doch gesagt, es ist euer gutes Recht, den Grauen Prinzen herauszufordern. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ach ja, wir dürfen noch mit dem Grauen Prinzen reden, okay. Los geht's. Worauf wartet ihr? Verschwindet! Im Tagebuch meines Vaters steht, dass ich teilweise ein Vampir bin. Ich dachte immer, mein Vater wäre ein Edelmann gewesen und nicht ein blutsaugendes Monster. Mein ganzes Leben fußt auf einer gewaltigen Lüge. Ja, komm. Ich bin überhaupt kein grauer Prinz. Ich bin ein widerlicher... Oh, ich verstehe. Ihr seid ein Meister. Ihr wollt meinen Titel des Großmeisters, stimmt's? Bitte sehr, fordert mich heraus. In der Arena kann ich meinem Leid ein Ende setzen. Jo, gerne. Ja, ja. Ich nehme eure Herausforderung an. Geht. Geht und sprecht mit Isabel. Sagt ihr, dass ihr bereit seid. Und dann sehen wir uns in der Arena. Ja, das wird gehen. So, somit verbringen wir unseren letzten Mord noch einen guten Tat. Und zwar erlösen wir ihn von seinem Leben als Halbvampir. So, Kumpel oder Freundin, je nachdem. Es geht los. Ihr habt tatsächlich den Grauen Prinzen herausgefordert? Wisst ihr überhaupt, worauf ihr euch da eingelassen habt? Agrona Gromalok ist der Beste. Ja, laber nun, nicht. Ihr wisst, wie alles abläuft. Lasst mich wissen, wenn ihr für einen Kampf bereit seid. Euch sollten auf jeden Fall die Wettkampfregeln für diesen Kampf geläufig. Ja, gut, Wettkampfregeln, wo waren die? Ah, da unten, okay. In Ordnung, hört zu. In einem Kampf um den Titel des Großmeisters gibt es keine Disqualifizierung. Ihr könnt also die Rüstung tragen, die ihr wollt. Agronak trägt sein Gewand der Tapferkeit und er hat es sicher aufs Heftigste verzaubert. Ihr könnt also dasselbe mit einer eurer Rüstungen tun. Wie ihr wisst, ist es bei einem normalen Arena-Kampf verboten, die Leiche eines gefallenen Gegners zu plündern. Nun, dies ist kein normaler Kampf. Falls ihr den Grauen Prinzen schlagt, müsst ihr ihm seine Rüstung abnehmen und sie mir geben. Dann bekommt ihr euer eigenes Gewand der Tapferkeit. Ja, okay. Wir haben einen kleinen Vorteil. Dadurch, dass wir ihm bewiesen haben, dass er ein Vampir ist, wird er keinen einzigen Schwerthieb gegen uns tun. Ja, wir werden es gleich sehen. Ihr seid also bereit, den Grauen Prinzen zu fordern? Also, ohne einen Namen könnt ihr nicht dort hinaus. Ihr wisst schon, ein Arena-Name. Etwas, was leicht zu merken ist. Ja, okay. Was nehmen wir? Der Metzger klingt zu blöd. Zauberer verwissiger Magier. Schattenschritt. Klingt ein bisschen pervers. Der schwarze Pfeil. Nö, ich bin kein Bogenschütze. Schädelbrecher klingt doch nicht schlecht. Schädelspalter, was? Das gefällt mir. Ja, das schaut gut aus. Nun gut. Dann sehen wir einmal, ob ihr irre gut oder nur schlicht irre seid. Der Graue Prinz ist bereits auf dem Weg in die Arena, noch während wir uns unterhalten. Ja, okay, los geht's. Ja, ich wollte das Ganze etwas abkürzen, denn sie labert mir hier ein bisschen zu viel. Okay. Ja, wir fordern gerade den Grauen Prinz heraus. Das heißt, das ist die letzte Quest für die Arena. Und danach, ja, schauen wir mal, was noch so los ist. So. Hallo? Sekunde. Und damit willkommen zurück, YouTube. Ja, bei mir ist ein kleiner Bug aufgetreten. Und zwar müsste hier ja eigentlich einer sprechen. Das tut er aber nicht. Das hat aber soweit nichts zu bedeuten, denn schließlich müssten sich die Tore hier irgendwann von alleine öffnen. Und bis dahin heißt es erstmal ausharren. Tja. In Ordnung. So, die Menge jubelt ja schon. Das heißt eigentlich, dass es bald soweit sein müsste. Okay. Ich glaube, ich halte eins, wenn es losgeht, oder? Okay, es ist soweit. Er rennt auf uns zu. Wird aber nur einen Schlag ausführen oder sonst... Worauf wartet ihr? Tötet mich. Können wir sogar noch ansprechen? Bitte, tötet mich einfach. Versteht ihr es nicht? Ich möchte es so. Ich kann so nicht leben, in dem Wissen, dass ich etwas so abscheulich Böses bin. Tötet mich. Aber gerne doch. So, los geht's. Wir verbrennen ihn. Noch. Und ich denke mal... Das sollte es gewesen sein, oder? Ja. Das war der epische Kampf
gegen Agronak Romalok und wir entledigen oder wir nehmen uns einfach mal seine Rüstung und sein Schwert. Sein Schild brauchen wir momentan nicht. Ich meine, schließlich haben wir ja selber ein Stahlschild. Okay, gepeinigt liegt am Boden, aber wir haben ihn endlich von dem Vampirismus befreit. So, das war der epische letzte Arena-Kampf. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir für euch und wünsche euch viel Spaß beim Schauen von den Videos. Bis dann, euer Cerberus.